Hallo und willkommen meine Freunde zu Fortress Craft Evolved. So, ich habe jetzt ein paar Optimierungsmaßnahmen durchgemacht. Aufgrund, dass jetzt hier ja kein Bergwerk mehr ist, beziehungsweise kein Kohlekraftwerk mehr und hier wir keine Bänder mehr anschließen können momentan, da wir nur hier so rausnehmen können, habe ich jetzt hier dieses Band mal umfunktioniert. Das läuft jetzt hier oben lang, ja. Und läuft weiter geradeaus. Jetzt läuft es nicht mehr da rein, sondern es läuft jetzt hier oben in unseren Raketenwerfer rein. Das heißt also, das wird unser Raketenband werden, ja, wo die Missiles drauf laufen. Dann haben wir hier einen Mergezipper oder wie der heißt. Da habe ich jetzt gerade die ganze Zeit mal rumgebastelt. Ich habe auch aufgenommen, aber das Video war dann auf mal 40 Minuten lang und da habe ich mich total verkalkuliert. Festgequatscht. Der macht 50-50. Das heißt also, der lässt garantiert von einer Seite immer einen durch. Ihr seht, dass er springt immer von links nach rechts. So gewährleisten wir hier den Zufluss der des Bandes und dieses Bandes, so dass hier wirklich alle Bänder bedient werden und es doch einigermaßen zügig vorangehen kann. Ja. Also das mal nur so am Rande, weil wir hatten jetzt die ganze Zeit kein Tin mehr. Jetzt wird aber wieder Tin mitproduziert. Hoffe ich zumindest. So, hier gibt es wahrscheinlich schon wieder Probleme, oder was? Nee, ne? Müssen wir mal schauen. Doch, hier oben zieht der wieder nichts mehr raus. Keine Ahnung, warum der das jetzt wieder macht. Welches Leiden der da jetzt wieder hat. Hilft einfach nur, wir machen das einfach mal leer und dann gucken wir mal weiter. Und das machen wir auch mal leer. Ich glaube, wenn die zu schnell durchgehen, dann kriegen die das nicht gebacken, rauszufiltern und zu sortieren halt. Ne? Und ihr seht es auch schon, hier ist wieder komplett voll. Wir haben ja jetzt die MK3-Brenner da hinten. Also das ist jetzt wirklich schon richtig heftig, was jetzt hier passiert gerade. Ne? So, vielleicht sollten wir irgendwo mal einen 10er Storage Hopper reinsetzen, der das alles ein bisschen verlangsamt. Beziehungsweise sollten wir das jetzt mal ein bisschen verlangsamen. Aber ich hoffe mal, dass das trotzdem noch funktioniert. So wie ich es mir vorgestellt habe. Also so viel passiert da jetzt eigentlich gar nicht. Da kümmere ich mich auch gleich drum. Das ist jetzt nicht unser Sinn und Zweck der Sache. Ja, hier, das ist ja mein Setup, was ich mir gebaut hatte gerade. Das machen wir mal weg. So, das lassen wir noch stehen. Hier habe ich meinen Charger hingestellt, seht ihr das? Der lädt das gerade mal auf. Ich hoffe, dass die Sonne das schafft. Also hier soll der aufgeladen werden von draußen. Da schauen wir uns das mal an und dann können wir den hier immer aufladen. Aber der braucht halt noch einen Moment. Aber der hat nur 83% hier, ne? Aber er hat ja 2 Tage Zeit oder 3 Tage Zeit, sich aufzuladen. Und wenn der einmal aufgeladen ist, dann sollte das nicht mehr das Problem sein. Hier habe ich ja angefangen, diese MK3-Blöcke zu setzen. Ich meine, das wäre 3x3 hoch und dann wird der automatisch zu einem Powerblock. Das würde ich gerne mit euch jetzt mal bauen, aber dazu fehlt mir Titanium. Und Titanium ist echt Mangelware und ihr seht hier, was man hier alles rausholen kann. Aus den schönen ganzen Behältern, die wir hier haben. Also ich versuche jetzt mal hier diese Power Storage Blocks zu bauen. Diese MK3. Ich meine, daraus wird ein Kraftwerk. Ich bin mir nicht sicher. Wenn nicht, reißen wir das alles wieder ab. Ist ja kein Ding. So. Da ist schon wieder Ende mit Titanium. Ende im Gelände. Habe ich denn so noch Titanium hier oben? Nein, ne, wahrscheinlich nicht mehr. 17 Stück noch. Das ist ja immer wieder super. Können wir aber ein bisschen Nickel noch mal braten. Nickel, 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 Nickel und Nickel. Ah, ist voll. Okay. Dann möchte ich mir hier gerne dieses... ihr seht, was hier alles rauskommt. Dass der das eigentlich automatisch löscht und rausfiltert. Nur das gute Zeug behält. Da bin ich gerade am überlegen, wie ich das umsetzen werde. Das möchte ich auf jeden Fall, dass das hier automatisch in die Schrottpresse läuft. Alles, was kaputt ist. Also sich da jetzt noch Dinge reparieren oder was weiß ich was. Ich halte das nicht für nötig. Das muss nicht sein und
So viel von dem Zeug braucht man nicht. Vielleicht braucht man es später mehr. Ich habe keine Ahnung. Aber derzeit, weiß ich nicht, finde ich das einfach nur überflüssig. Ich finde es zwar schön, dass meine Drohnen da rumfliegen und mir den Loot einsammeln. Das passt alles. Aber der Rest ist, ja, weiß ich nicht. So, dann würde ich jetzt mal eben sagen, schauen wir mal nach neue Kohleeinreicherer. So, dann brauche ich nur diese Mülleimer für. Dann habe ich 4, 8, 12, 16. Kann ich 4 Stück von machen, meine Freunde. 4 Stück. Dann machen wir direkt 4 Mülleimer. Wo haben wir hier Mülleimer? 4 Stück brauchen wir davon. Das heißt, ich brauche 15, 30, 60 Iron Gear. Viermal diese Platten. Viermal diese Platten. Die machen wir doch zuerst. Komm, viermal diese Platten. Der soll... Kann ich das hier nicht irgendwie abspeichern hier oben? Kann ich das nicht da irgendwie... Hallo? Ne, der springt da wieder um. Craft. Macht der nicht. Schade, ich habe gedacht, ich könnte mir das da abspeichern. Aber es macht nichts. Also, viermal die Platten. 1, 2, 3, 4. 60 mal davon. Das sind 15, 15, 20, 25, 30, 35, 40, 45, 50, 55, 60. So, dann hätte ich die jetzt auch schon mal. Wie viel Servomotoren brauche ich denn da? Wie viel Servomotoren brauche ich? 4. 4 Servomotoren, alles klar. 1, 2, 3, 4. Dann hätten wir das auch schon mal wieder. Und dann brauche ich jetzt nur noch mal 4 Chopper-Wire. Die müsste ich unten eigentlich noch im System haben, irgendwie. Irgendwo habe ich jede Menge Chopper-Wire. Ich weiß das. Das sind Iron-Wire. Die kann ich auch mal rauspacken. Die brauche ich nicht. Irgendwo habe ich Chopper-Wire. Oder habe ich die noch drin? Ich habe da irgendwo richtig viele erstellt. Ein Chopper-Wire. Ja, erstellen wir uns mal schneller welche. So, zack. 100 Stück rein und dann mal eben erstellen. Hätten wir hier die Nummer 2. Kommt hier die Nummer 3. Für die Nummer 4. So, den machen wir wieder raus. Dann kommt hier die Nummer 5 und dann... Er braucht ja nur 4, ne? Ach ja, so ist das nun mal. Also, es läuft mit ganz großen Schritten, aber dann haben wir auf jeden Fall wieder diesen blöden Kohleanreicher, der wirklich 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Haben wir einmal den Chopper-Wire über, den werden wir jetzt direkt mal verbraten, sonst... hängt ihr uns das Inventar voll mit unnützem Zeug. Zack, einmal da rein bitte. Und dann verbrate ich mal. So, dann einmal den Kohleanreicher, nicht einmal, viermal den Kohleanreicher. Und dann sollte das aber auch genug sein. Ich glaube, dann kriegen wir wirklich jetzt die ganze Kohle verarbeitet. Wo seid ihr denn? Hallo? Da, Kohleanreicher. 1, 2, 3, 4. Sehr schön. Dann haben wir den jetzt viermal. Haben wir den jetzt viermal? Ja, da, viermal. So, dann werden wir den jetzt nämlich mal schön in unserer Kohlestraße einbinden. Fällt mir gerade mal ein. Na, das war der falsche Eingang. Hier ist der richtige Eingang. Tja. Moment. Das geht hier gar nicht. Weil der von beiden Seiten bedienen muss. Aber wir haben auch nicht mehr wirklich viel Platz. Das heißt, wir werden hier einfach welche hinstellen. Also, dann setzen wir hier einen hin. Dann kommt da ein Hopper hin. Eins. Wobei... Das ist jetzt alles ein bisschen blöd, ne? Das ist alles ein wenig blöd, meine Freunde. Machen wir jetzt... Na, lieber hier. Also hier ein hin. Eins.
Weil wenn dann im Straußen die eine mal versiedet ist, die Quelle, dann haben wir das Problem. 2 und setzen wir hier noch einen hin, haben wir 3 erstmal. Das sollte jetzt mal für den Anfang erstmal reichen wieder. So, machen wir das wieder weg. Wie gesagt, diese Quelle... Die Lampe. Diese Quelle da draußen wird ja irgendwann mal versiedet sein. Und wir müssen dann irgendwie schauen, dass wir hier rumkommen. Beziehungsweise können wir... Das können wir machen, passt mal auf. Damit wir wirklich die Kohle nämlich anreichern, machen wir Folgendes. Ich hoffe, dass das jetzt funktioniert, was ich vorhabe. So. Wir haben nämlich hier... Gehen wir raus, dann gehen wir hier hinten rum. Dann machen wir gleich wieder zu. Das ist kein Problem für uns. So. Reiß jetzt alles ab. Aber ich würde sagen, das machen wir in der nächsten Folge und dann zeige ich euch das, was ich vorhatte. Ich bedanke mich auf jeden Fall fürs Zusehen und würde mich freuen, wenn ihr im nächsten Teil wieder dabei seid. Denn dieser ist vorbei. Bis dahin, tschüss, ciao und bye bye.